Willkommen, willkommen aus München. Wir sind hier bei Honor und haben das brandneue 5X in der Hand. Ein 5,5 Zoll Handy mit einem Metallgehäuse und einem unglaublichen Preis dafür für nur 229 Euro in den nächsten Tagen dann auch erhältlich. Wir sehen können, wie gesagt, ein wirklich wunderschönes Gerät mit einem wunderschönen Gehäuse, was nicht nur eine SIM-Karte, sondern auch noch zwei SIM-Karten liefert und ihr trotzdem noch den Speicher warten könnt, auch wenn beide SIM-Karten drin sind. Das sieht man auch nicht allzu oft. Hinten haben wir eine 13-Megapixel-Kamera noch mit dabei, wie ihr sehen könnt, mit einem Doppelblitz, einem Fingerprint-Reser, der nicht nur unseren Fingerabdruck lesen kann, sondern wir können noch 5 Apps sozusagen pro Finger einspeichern. Also wenn ihr verschiedene Finger drauf tut, können verschiedene Apps entsprechend starten und ihr müsst nicht den Code eingeben vor natürlich, um dann reinzukommen. Wie ihr sehen könnt, das Ganze hat einen Full HD 5,5 Zoll Bildschirm nochmal wie erwähnt. Also ist ein relativ großes Gerät, aber eigentlich trotzdem noch leicht mit 185 Gramm und nur 3000 mAh als Akku drin und entsprechend nur 8,5 mm trotzdem in der Dicke. Über Micro-USB könnt ihr das einfach laden. Ein Lautsprecher haben wir drin. Auf der anderen Seite ist nur ein Mikrofon. Ästhetisch schaut es so einfach schöner aus. Ansonsten haben wir hier, wie ihr sehen könnt, noch ein paar Anschlüsse hier oben, wie zum Beispiel Headset und Mikrofon noch mit dabei. Und auf der anderen Seite haben wir, oder der Rückseite nochmal, wie ihr sehen könnt, unten die leichte Plastikoberfläche für die Antenne, die halb so wild ist. Aber ansonsten noch hier An- und Ausschalter und Lautstärkeregler dürfen auch nicht fehlen. Gehen wir ganz kurz in die Kamera rein, beziehungsweise, ups, das war die Uhr. Ihr seht, das ist EMUI drauf, also die Android-Oberfläche von Huawei beziehungsweise Honor, die ja zusammen entwickelt wurde. Hier seht ihr die Kamera ganz kurz, wo wir nicht nur in den 13 Megapixel schnell Fotos schießen können, sondern auch Videos in bis zu Full-HD-Auflösung. Natürlich auch Fotos. Ihr habt auch einen Beauty-Mode hier mit dabei und auch Essen soll man hier leichter fotografieren können. Wenn wir das Ganze umdrehen, sehen wir die 5 Megapixel-Kamera gleich vorne, wo ihr mich im Bild seht. Dann natürlich auch entsprechend die gleichen Videomodi oder Fotomodi wie Beauty, Foto und Video mit dabei und auch vorne eine Timelapse-Funktion darf natürlich nicht fehlen und dann habt ihr natürlich auch noch einen Haufen Filter, damit ihr entsprechend das Bild so verändern könnt, dass es perfekt zu euch passt. Ansonsten, das war es auch schon ganz kurz von dem wirklich schönen Handy mit einem schnellen Snapdragon 616 Prozessor, 2 GB RAM, 16 GB internen Speicher, der wie gesagt erweiterbar ist und ansonsten wirklich einer wirklich sehr schönen Haptik. Es fühlt sich super an. Es gibt es in drei Farben, Gold, Schwarz und hier die silberne Version, die ihr sehen könnt. Mein Name ist Balaschka, wenn ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren für einen kompletten Test von dem 5X wirklich sehr bald hier bei uns.